Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wir sind an einer anderen Stelle, wo wir aufgehört haben letztes Mal, nämlich wieder vor dem großen Raum. Einfach, weil mir beim Schneiden der Aufnahme aufgefallen ist, dass hier noch zwei blaue Punkte sind und mir wieder eingefallen ist, woran das liegt. Da haben wir nämlich was vergessen und das können wir uns nicht mehr holen in unserer aktuellen Aufnahme. Ein Schwert, ein Wort. Und das würde ich ja doch gerne mitnehmen. Sanja. Und zwar müssen wir dafür den Fallengang machen. Na klar. Ohne eine Falle auszulösen, natürlich. Lass das mal Vorgrim machen. Also nutzen wir alle Leute durch. Folgt mir. So. Ich versuche mein Bestes. Alles klar. Klärt es noch? Oder müsste es eigentlich reichen, wenn ich alleine hier vorne auf die Platte trete? Springen wir mal die Cutscene. Nein. Da war noch was falsch. So, ich müsste nur mit einem. So. Gut, jetzt sind nämlich hier die Nischen aufgegangen. Also die Steinfächer. Und ja, ein magischer Ring. Und mal Schmiedematerial hier und hier. Noch ein magischer Ring und noch mehr Schmiedematerialien. Und ja, unsere Level-Ups, die wir nachholen können. So, einmal den. Lass das mal Vorgrim machen. Bei Vorgrim können wir, glaube ich, gerade nicht wirklich was machen. Nein. Sprich, Freund. Bei dir den Bogen nicht, aber dafür. Genau, klar. Purum steigern. Bei dir Balsam steigern. Beziehungsweise, wir sollten das Balsam als Zweck nehmen und die Armbrust einsteigern, so. Folgt mir. Da solltest du die beiden Ringe für mich identifizieren. Astralspeicherring. Ah, der ist für Gwendala gut. Und ein Ring des Lebens. Den braucht gerade keiner, weil er trägt schon einen. Und ja, ich habe vergessen, ihm den Ring der Ausdauer wiederzugeben. Würde aber wahrscheinlich auch eh nicht brauchen. Die eine Gewandtheit ist vielleicht besser. Na klar. Mein Atem geht ruhig. So, etwas weniger Gewandtheit, dafür mehr Astralpunkte für dich. So. Damit hätten wir das mit den Fächern erledigt. Die gehen nämlich nur auf, wenn man hier die Fallen deaktiviert. Ohne in den Raum zu gehen. Was wir ja jetzt tun. Und ja, die Katze können wir überspringen. Und ja, jetzt müssen wir den Weg da hoch nehmen und auch schaffen. Yeah.
ja, es werden immer wieder neue Kolme auftauchen, bis wir den Kolmkristall zerstört haben. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Sprich, Freund. Drakai. Nein. Au. Der Golbkristall ist kaputt. Kriegen wir auch die nötigen... Nein, wir kriegen nicht mehr die nötigen Kristallsplitter raus. Und ja, ich hätte vorher noch mal speichern sollen. Mein Fehler. Also das Ganze noch mal, bitte. So, ja. Die Level-Ups erstmal. Lass das mal Vorgrim machen. Bei Vorgrim nichts. Bei ihr. Das da. Bei ihr das. Das. So. Lebens, Astralspeicherring statt dem Gewandheitsring. So. Wir können jetzt erstmal in die Halle eintreten und dann werde ich nochmal meinen Save überschreiben. So. Also den extra Save 39C. Ich habe sogar eine B-Sicherheitshalber gemacht. So. Kann ich hier sogar die Klarpurum höher machen. Das bin ich. Ihren Balsam auf Max machen. Quick Save machen. Ja! Na klar. Mein Atem geht hoch. Und ja, gegen die kleinen Viecher ist es besser. Komm. Hau das Ding. So. Ab dem nächsten wird es dann schwieriger. Phorax. So. Ja. Deception. Feyatara Gra. Gut, da haben wir schon mal die ersten vier Kristallsplitter, weil wir brauchen wirklich 20. Das heißt, wir kriegen noch mal
4 so Dinger. So, der Golbenkönig, der wird uns nicht nochmal reinlegen, weil wenn wir hier hochgehen, dann wird der sicherlich nochmal, taucht der nochmal auf. So. Der nächste Golbenkristall wird halt sportlich werden. Aber jetzt erst einmal diesen Golbenknoten. Und das war der obere. Nein. Quick Save. Oder ist das die 2? Nein. Oder ändert sich das jedes Mal? Ah, okay, das ist dann die 3. Flup. Okay. Weil dadurch kriegen wir auch nochmal einen Schatz da unten, nämlich, wenn ich dem Symbol richtig glaube, schicken darf. So, jetzt müssen wir es taktisch klug machen. Das heißt, wir töten erstmal Golme. Und zwar vor allem die, die zaubern können. So, den ignorieren wir. Töten die nächste Golmgruppe. Also aus der nächsten Golmgruppe wirken die Leute. Vor allem die, die zaubern können. So, und dann ziehen wir weiter. Und hauen erstmal den Golmkristall platt. Während du mal ihn heilst. So, der Golmkristall ist platt. Wie viele kriegen wir raus? Gleich mal gucken, ob es richtig geklappt hat. Ja. So, Windmühle hilft ein bisschen, vielleicht. So. Jetzt den letzten noch. Gut, Plumbarum ist auf uns gewirkt. Ein Korpo-Rigo. Das ist der Kälteschock, wenn ich mich richtig erinnere gerade. Alles klar. So, heilen wir mal hoch. Machen einen Quick Save. Nicht, dass er mich jetzt gleich wieder. Genau so. Was hat er gerade gesagt? Kurzlebiges, grottengewürmiges Flugliebe, euer Blut, euer Volk, eure Seele. Ah ja. So, okay.
Das hier müsste jetzt aber die 1 sein.